Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 4. Ja, ich habe euch noch etwas zu zeigen. Das ist relativ, ja, das ist neu, im PTR war das erst. Und da muss man ja, zwischen die verschiedenen Etappen schaffen, ein paar dieser Achievements machen. Da müssen wir zum Beispiel alle Bosse töten. Und ja, Schmied auf 5 bringen zum Beispiel hier. Juwelenschmied auf 5 bringen. Erreicht Stufe 35. Was haben wir sonst noch? Nichts mehr. Okay. Und dann geht es weiter bei Etappe 2, dann sind es noch schwerere. Also ja, jetzt sind sie eigentlich leicht in Etappe 1 noch. Aber halt ein bisschen schlecht erreichbar. Und ja, dann geht es dann später ins sehr Schwere wahrscheinlich. Mal gucken. Ich habe noch nicht so viel Season gespielt in PTR. Und hier, seit der Patch raus ist, eigentlich auch nicht in Europa. So, das letzte Mal haben wir einen Chief gemacht. Jetzt machen wir ein Kopfgeld und es ist schon wieder in Westmark. Wieso wechselt das nicht? Tja, dann müssen wir halt ohne Bonus machen. Was haben wir das letzte Mal gesagt? Caldeum. Tötet Magda. Okay, machen wir das am Schluss. So. Ah, eine Küste zum Anfang. Das ging gut, leicht. Das war cool. Dankeschön. Schon mal 8 Gegner getötet. Zuflucht haben wir. Mystische Verbündete der Feuerverbindung. Den könnten wir eigentlich besser benutzen. Der gibt nämlich Damage. So. Tötet die. Gut. Oh, voll einen kickt. Ach komm schon. Hopp. Dankeschön. Ja, erhöht den Schaden. Gut. Also. Dann müssen wir an Gegner rankommen. Haben wir da eigentlich etwas? Da. Das wäre dann das Bessere. Okay. Aber kritischer machen wir noch nicht viel. Ja, deshalb lassen wir mal das drin. Gehen aber über wahrscheinlich auf Lähmen der Woge für den Anfang. Mann, mache ich Damage. Aha. So. Großen auch töten, danke sehen, dass du stirbst, kleiner Großer. So, die sterben auch. So, jetzt mache ich den Großen kaputt und die anderen jetzt. Auch, den hat es nicht gut erwischt. Ach komm, greif den hinten an. So, jetzt. Okay, das war's. Jetzt müssen wir noch 100 Gegner töten. 92 Gegner. Haben wir eigentlich hier ein besseres? Ach komm. Manchmal zu viele Gegner auf einmal. Kommen immer so langsam nach. Kann man nie wechseln. Ja. Okay, jetzt sieht man es auch besser. Also was genau ist es? Ah, eingefroren. Okay. So. Ja, da haben wir eine Höhle. Höhle des... Was?
Verräters, okay. Die Höhle des Verräters, wo wir auch so ein, was mussten wir holen hier? In der Kampagne irgendwas holen. Auge. Ein Auge. Nein, keine Ahnung. Ein Körperteil einfach. Irgendwas. Schon so lange her. Also das erste Mal Kampagne machen war richtig cool. Weil es einfach, ja, etwas zum, ja, auf das, was man sich eigentlich gefreut hat bei Diablo 3, auf die Geschichte. Alles lesen oder gelesen werden. Das ist die Dinger lesen. Und so war richtig cool. Und die Geschichte war mir persönlich ein bisschen komisch nach Diablo 2. In Diablo 2 war sie eigentlich recht gut. Und jetzt in Diablo 3 ist sie so ein bisschen komplizierter und komischer geworden. Und das hat mir persönlich ein bisschen genervt, weil es also Action, also ein Action-Rollenspiel ist und dann doch eine recht komplizierte Geschichte ist, wo man dann auch überlegen muss, was genau die vorhaben und so. Alles ein bisschen in Rätsel gehüllt. Und dass Kane gestorben ist, boah, das war mein schlimmster Moment in der Geschichte eines Diablo 2 sucht ich sozusagen. Also ich habe sicher 2000 Stunden gespielt, Diablo 2. Mit Mods auch noch und einfach weil ich alles, jedes Item wollte. Aber habe dann nie so richtig einen Charakter auf Level 100 geschafft, also 99. Weil es halt einfach im Singleplayer nicht so geht und im Multiplayer halt auch so ein bisschen die der Geduld fehlt bei mir. Und dann bin ich auch jetzt hier höchstens 250 auf Non-Season. Irgendwas mit 270 glaube ich oder so. Und noch ein bisschen mehr. Weil ich einfach keine Geduld habe, jetzt noch irgendwie so weitermachen zu wollen, dass man ja schon weit im Game ist für Profis, oder? So eine Geduld habe ich nicht, was die Profis manchmal schon haben, aber weil sie auch suchtig sind, was ich eigentlich nicht bin. Weil ich eben, seitdem ich Diablo 2 nicht mehr spiele, also auch nicht mehr so oft spiele, auch keine Zeit mehr habe, weil ich jetzt Let's Play, weil ich Sport mache und so weiter. Früher hatte ich immer Zeit, natürlich. So. Jetzt haben wir Level 33 dann. Geht relativ schnell. Aber in der PTR war es natürlich noch schneller. Da haben wir 100% mehr Erfahrung gehabt. Also auf jede Erfahrung, die wir bekommen, 100% dazu. Und da ist es manchmal gewesen, dass es immer wieder BUM 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 gemacht hat, weil ich auch recht stark wurde durch die Items und dann man auf Qual eigentlich gespielt haben. Qual 3 war es ungefähr. Hat man dann immer wieder Levels bekommen, so richtig BAM 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 hat's gemacht. Level up, level up, level up, level up. So, mal ein bisschen abkürzen. Die Gegner mal fett töten. Schade, dass die Reichweite der Explosion nicht so groß ist. So.
könnten wir eigentlich einsetzen jetzt, damit wir noch ein bisschen Zeit kommen, also schneller Gegner tötet. Genau, das wollte ich, den Großen töten, damit er so eine richtige Explosion gibt, der uns auch was bringt. So, wir haben schon für mehr als 100. Sehr gut. Und, yes, zweite Truhe. Oh, mit nichts drin. Streuschläge. Zyklonschlag. Nichts für uns. So. Und hier müssen wir rette die gefangenen Eisenwölfe. Das ist wie auch wieder 5 Gebiete auf dem Ding, also zu solchen 5 Teilen gehen und dann besiegen. Also so eine Erkundungsquest sozusagen. Rettungsquest. Manchmal muss man Kokons töten, manchmal irgendwas anderes. Ist ja nicht, je nachdem, wo es ist, gibt es andere. Und scheinbar haben wir jetzt viele Probleme mit diesen Blumen, die da Gift explodieren. Kommt immer wieder vor, dass es sich manche ja, reklamieren, so richtig beleidigt fühlen, wenn sie sterben wegen den Blumen. Aber habt ihr gesehen, bei mir ist fast kein Schaden gewesen noch. Vielleicht später dann auf hohen Qualstufen. Aber ich kenne ja eigentlich die Blumen und wenn ich nicht dort wie soll man dem, ja, mit dem Zeitlimit das Ding aufgemacht hätte, hätte ich mich nicht erwischt. Also. Oh, jetzt kommt noch so einer. Ja, jetzt... Oh, jetzt macht er sich unbesiegbar. Dieser Feigling. So. Nächste. Oh, schöner Wirbelwind. Da ist er noch ein bisschen Wirbelwind. So. Hallo. Wo gibt es noch? Links. Da links irgendwo. Okay, oben durch. Ah, mir nervt solche Quests. Die ganze Map ablaufen. Also das sind die schlechtesten Quests seit langem. Die ersten Jahre haben wir geschafft. Machen wir das so. Das Godly. Oh Mann, nicht schon wieder. Champions. Langsam werde ich wieder zu schwach plötzlich. Die Gegner haben einfach zu viel Leben jetzt. Auch wieder eine neue Waffe. Eine gute neue Waffe. Ja, durch die Levelaufstiege werden die Gegner natürlich immer wieder zäher. Ohne Waffe. Ohne neue Waffe und ja. Ah, die sind ganz da unten, oder was? Das macht einen natürlich nicht so gut. Auch wenn ich One-Hitte mit dem explodierenden Schlag, aber zuerst mal muss ein Gegner sterben.
Weg. Und jetzt noch den hier. Boom. Da ist gleich der nächste, sehr gut. Dann haben wir, ja, 5. Genau, jetzt haben wir. Die haben recht gute Bälle. Die keinen Damage machen. Die Eisenwölfe. Sehen aber richtig gut aus. So. Boom. 36. Scirocco-Höhle. Okay. Ach, wieder eine längere Quest, weil Scirocco-Höhle. Da wurde die kleine wieder gemacht. Vor allem sind es meistens die, die so ringsum. So, ja, rundherum gehen immer. Und recht lang sind, bis man den Eingang findet. Der wahrscheinlich auch am Anfang ist. Weil es geht dann immer wieder ein bisschen rein und dann ist dort der auch noch unten. Und man weiß es nicht meistens, dass man dort rein muss. Um ja, um in die Höhle ins Ebene 2 zu kommen. So, mal gucken, wo die ist. Die müsste irgendwo hier drüben vielleicht sein. Okay, haben wir was Besseres? Ja. Okay, doch, dort oben. Ah, Mist. Können wir da durch? Ja. Da könnten wir eine Truhe... Nein, das ist nicht die Quest jetzt. Ab der gleichen Schauplatz. Da wäre eine Truhe bei einer Quest. Wenn die Quest hat, die war, oder das Event. So, und hier könnte man eigentlich durchlaufen. Boom. So, wir wollten noch kurz schauen, ob wir noch mehr haben. Wir haben keine grünen Smaragde. Also einfach durchlaufen. Das ist ein bisschen blöd sonst. Und Drifts, ja, könnten wir gleich 2 pro Part machen, wenn alles gut läuft. Und ja, geht eigentlich irgendwie schneller als in Qual 1 oder so, wird es dann schneller gehen. Ah, wir haben recht schnell gefunden. Und ja, dieser Part wird halt ein bisschen kürzer sein, weil ich möchte jetzt nicht noch einen Rift anfangen oder so. Und sonst haben wir nichts zu tun. Also wir könnten den Kanais Würfel schon holen. Aber ob das geht. Ist halt ein langer, ja, nicht so lange, aber es ist schon weit zum Kanais Würfel. Ja, das machen wir ab Level 70. Davor braucht man eigentlich das nicht. So, und jetzt haben wir noch die Magnatöten. Magda. Nicht Magnanit. Zu viele Magnaniten gesammelt in der Champions-Verrechnung. So, hat
die Schnauze bitte, Kane. Du kannst im Singleplayer, also im Kampagnenmodus kannst du reden, aber nicht hier. So. Okay, du besiegen wir hier alle Gegner. Damit es noch ein bisschen geht, damit der Part nicht zu kurz ist. Ja, danke schön fürs Einführen. Das ist nett. Damit ihr mich nicht wieder einfriert, euch schneller töten. Und Stufe 37, das geht so schnell. Ja, jetzt sind wir gleich da. Magda wurde ja irgendwann mal geändert, ein bisschen. Aber das war schon längere. Ich weiß nicht, vor 3 Patches oder so. Oh, der Arme konnte nicht angreifen. Also, so Showdown im Haus der grünen Blätter. Nein, der blauen Blätter. Noch ein bisschen ausrüsten. Zum Beispiel so einen Ring. So, dann hätten wir hier Kopfschutz, 15 mehr Gold, Erfahrungsbonus. Da. So, sonst nichts. Okay. Dann geht's los. Oren Ishii. Wer es nicht weiß, das ist von Kill Bill 1. Auch einer der favorisierten Filme von meinem Geschmack. Also, was ich sehr mag, solche Filme. Sowieso generell Quentin Tarantino. Jo, Easy Mode. Easy. Und die Schnauze. Du bist tot. Tote halten die Schnauze. Ja. Haben wir wieder eine Belohnung verdient. Und jetzt kommen jetzt weit ein paar Rifts hintereinander, bis es endlich mal wechselt und ja. Bis ich einfach wieder Lust habe auf Kopfgeld, kann es ja nicht unbedingt ignorieren, weil wir brauchen diese, ja, die machen wir einfach unten, so, diese Handwerksmaterialien für KNS Würfel und da brauchen wir eigentlich alle von jedem Akt, also 5 in der Anzahl, abwechseln, aber eben das Ding, Bonuszeugs wechseln nicht ab. Das ist ein bisschen schade. Ja, egal. Also. Ja, heute war ich jetzt ein bisschen weniger gesprächig, weil ich, ja, irgendwie keine Lust gerade habe, aber trotzdem aufnehmen wollte. Und im nächsten Part werde ich wieder ein bisschen gesprächiger sein, also ein bisschen motivierter, so ein bisschen. Ja, aber Dankeschön fürs Schauen und ja. Tschüss.